Hallo, ich zeige euch, wie man den Inhalt ausrechnet. Sowohl von zweidimensionalen Flächen, als auch von dreidimensionalen Körpern. Zweidimensionale Flächen lassen sich leicht ausrechnen, durch die Formel A mal B. Da und da. In diesem Fall sind das 4 mal 4 cm. Diese ergeben 16 Quadratzentimeter, da man das die Länge und Breite quadriert. So, beim dreidimensionalen Körper ist das deutlich komplizierter. Man rechnet die Formel A für die Breite, B für die Tiefe und C für die Höhe. In diesem Fall 4 mal 2 mal 4 cm. Dies ergibt wiederum 32 Kubikzentimeter. So lässt sich der Flächeninhalt bzw. das Volumen von zweidimensionalen Flächen und dreidimensionalen Körpern ausrechnen.